Hallo zusammen und damit heiße ich euch auch diese Woche wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von uns. Ja, die letzte Folge kam bei euch überraschend gut an und ich bedanke mich da auf jeden Fall erstmal für euren Zuspruch. Das Video war etwas länger, aber ich denke doch insgesamt sehr informativ. Wer das verpasst haben sollte, dem blende ich das Ganze jetzt hier oben rechts ein und dann machen wir auch weiter hier mit dieser Folge, übrigens schon Nummer 86. Und ihr merkt, es geht Stück für Stück mit riesigen Schritten auf die 100 zu, wo ich, wie ich es schon mal gespoilert habe, euch ein riesiges Video erwarten wird, ein Special, wo wir uns einiges anschauen werden, aber ich will nicht zu viel verraten. Am besten ihr bleibt einfach dran, abonniert unseren Kanal weiterhin fleißig, dafür bedanken wir uns an erster Stelle bei euch. Und wenn euch verlassene Orte hier im Ostdeutschland interessieren, dann seid ihr bei uns sowieso goldrichtig. Es gibt jede Woche ein neues Video und wie gesagt mittlerweile schon 86 Folgen, wo es nur um solche Orte hier geht. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit diesem Video, Schluss mit dem Gequatsche und rein! Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch die Überreste einer ehemaligen Oberschule. Oberschule hin oder her, DDR-Zeit, Gründerzeit, wann wurde das Ganze gebaut, ja, das alles waren meine Fragen und ich muss euch an dieser Stelle leider enttäuschen, ich konnte fast nichts davon herausfinden. Es war eine absolute Katastrophe, ich habe mir wirklich viel Zeit gelassen mit der Recherche, damit ich euch ein bisschen was darüber berichten kann, aber wenn man sich im Internet mal umschaut, dann berichten die Seiten allesamt das Gleiche. Ich hatte zwischendurch den Eindruck, man hat hier schön Copy und Paste betrieben, man hat sich schön gegenseitig kopiert, wobei die Kerninformation immer die gleiche blieb. Und so kann ich euch lediglich sagen, dass das Gebäude in letzter Instanz bis 2002 als Haus 2 eines ortsansässigen Gymnasiums diente und im Vorfeld als Oberschule aktiv war. Auch zu DDR-Zeiten lief das Ganze hier als polytechnische Oberschule und trug den Beinamen eines ehemaligen Widerstandskämpfers aus der Zeit des Nationalsozialismus. Es nervt mich wirklich, wenn ich euch nicht doch ein bisschen mehr über die Objekte erzählen kann. Dennoch war es wirklich hier eine absolute Katastrophe und mir waren da die Hände gebunden. Und so bleibt es auch eine Mutmaßung, warum das Ganze hier geschlossen wurde, aber ich nehme an, es gibt dafür zwei Gründe. Zum einen haben wir Baufälligkeiten am Gebäude, wobei die Struktur ja sehr stabil ist. Gebäude diesen Alters haben ja meist eine sehr robuste Natur, weswegen Baufälligkeit vermutlich nur ein Teil der Geschichte sein werden. Ein weiterer Grund, und dem würde ich das Ganze schon eher zu 90% in die Schuhe schieben, wird der demografische Wandel sein. Kaum eine andere Stadt in Sachsen-Anhalt hat einen so großen Einwohnerschwund zu verzeichnen gehabt in den letzten 3 Jahrzehnten, weswegen man halt eben diese Schule hier schließen musste. Ich habe dann versucht, über Karten und Beiträge herauszufinden, wann das Ganze denn hier gebaut worden ist, und selbst das war eine Katastrophe. Ich habe ja wenigstens gehofft, dass man irgendwie an einen alten Stadtplan herankommt, und das gibt es ja von jedem kleinen Dorf, aber nein, auch hier war es nicht möglich. Selbst Google Earth, wo man im Zeitsprung immer recht weit zurückreisen kann, ließ mich da im Stich.
Die letztmögliche Instanz war hier 1999 oder irgendwie sowas oder um die Jahrtausendwende, aber das hat mir ja recht wenig geholfen. So bleibt das Ganze, wie gesagt, nur eine Mutmaßung. Solltet ihr da tiefgründigere Informationen haben oder ihr wohnt dort in der Gegend und wisst was, dann schreibt uns doch gerne auf Facebook, aber versucht bitte den Ortsnamen und den Gebäudenamen rauszulassen. Ja, nun zum Zustand. Das Gebäude war unten in einem recht guten Zustand. Ich hatte mit viel, viel Schlimmerem gerechnet. Allerdings lag natürlich in der einen oder anderen Ecke ein bisschen Müll umher. Dennoch war das Ganze doch insgesamt in einem wirklich robust guten Zustand. Je höher wir kamen, desto weniger lag umher. Insgesamt war auch recht wenig aus der Schulzeit zu finden. Die Tafeln waren bereits alle abmontiert, von Stühlen und Tischen ganz zu schweigen. Im oberen Bereich gab es dann eine Aula, die wirklich sehr schön geschmückt war und vermutlich stand dort irgendwo auch ein Klavier oder ein Flügel, wo man das auch entsprechend gut nutzen konnte. Nachdem wir die Aula dann passierten, kamen wir in den letzten Bereich, den wir noch erkunden mussten und da waren wir ehrlich gesagt etwas verdutzt. Wir haben nicht mit sowas gerechnet. In diesem letzten Bereich fanden wir dann eine völlig andere Wandfarbe an den Gemäuern vor. Es war alles sehr düster geschmückt und an den Wänden standen diverse russische Wörter. Auch Wegweiser waren dort aufgemalt. Es wirkte alles etwas zu real, dass es real sein konnte. Im Nachhinein las ich dann, dass man die Location für das ZDF und deren Dreiteiler unsere Mütter, unsere Väter als Filmkulisse genutzt hat. Und das Ganze wirkte schon tatsächlich echt real, auch wenn zu diesem Zeitpunkt schon wieder seit dem Dreh etwa 6 Jahre vergangen waren. Eine letzte Information, die man über dieses Objekt bekommt, ist, dass man mit Ende 2019 hier geplant hat oder versucht hat oder das Ganze so ein bisschen ins Gespräch kam, aus diesem Objekt eine Art Campus zu machen und die Anlage zu reaktivieren. Was aber am Ende jetzt daraus geworden ist, keine Ahnung, darüber liest man auch recht wenig. Ja, ich verabschiede mich jetzt von diesem Video. Im Nachhinein gibt es wie immer noch ein paar Bilder. Leider war das Video nicht ganz so informativ, wie ich mir das erhofft habe, aber da waren mir leider die Hände gebunden. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und wenn ihr möchtet, abonniert auch unseren Kanal. Macht's gut, bis nächste Woche Mittwoch und ciao.